Hallo, hier ist Markus von Athletiktraining für Golfer. Ich grüße dich. Alle Golfer, alle Golfkanäle auf YouTube machen ein What's in the Bag. Da dürfen wir natürlich auch nicht fehlen. Ich mache auch mit dir heute ein What's in the Bag oder zeige dir, was ich in der Tasche habe. Allerdings nicht in meiner Golftasche, sondern... Schwer. Was habe ich alles in meiner Trainingstasche? Wie gesagt, heute möchte ich euch ein bisschen einen Einblick geben, wie trainiere ich, was für Geräte setze ich vor allem ein, wo ich sage, die funktionieren und die bringen dich auch weiter in deinem Training. Hier, das ist das TX, kommt in so einen Beutel, das ist ein Sling-Trainer. Und in diesem Sling-Trainer kannst du Ganzkörperübungen machen, wo du immer nicht das Körpergewicht ausgleichen musst. Du musst immer deine Haltung stabilisieren. Und insofern ist es ein schönes Ganzkörpertraining, was sehr anstrengend ist, weil wir immer halt auch Rumpfstabilität und Haltungsaktivität dabei brauchen. Finde ich ein super Training, passt wie gesagt in so einen Beutel, kann man in jeder Tür befestigen. Komfortabel ist das in so einem Türanker. Da trainiere ich sehr gerne mit und ja, das kommt eigentlich immer drin vor. Dann, ganz wichtig, und damit starte ich eigentlich auch jedes Training und beende es damit, ist so eine Black Roll. Oder in dem Fall eine pinke Rolle. Was man auch immer halten mag von diesen Faszienrollen. Ich weiß, die Studienlage ist dazu nicht eindeutig. Man kann sicherlich andere Sachen machen, die effektiver auf Dauer sind. Alles gut, habt ihr recht. Ich habe das Gefühl, das Ding hilft mir und es tut mir gut. Und das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Ich sehe meine Trainingszeit sinnvoll eingesetzt. Ich sehe einen Nutzen hiervon und verwende das, wie gesagt, im Aufwärmen und im Abwärmen nach der Trainingseinheit. Gerne auch mal zum Beispiel von einer Turnierrunde, wenn es morgens früh kalt ist oder sowas, dann zu Hause, dass ich mich ausrolle, die Muskeln ein bisschen geschmeidig mache. Der Körper wird geschmeidiger und alles weniger, etwas weniger feste. Also TX Blackroll gehört in die Tasche rein. Da gehört auf jeden Fall auch rein so ein Medizinball. Der hat 2 Kilo, da trainiere ich mit Bällen hoch bis vielleicht 8 Kilo. 10 Kilo ist dann schon relativ viel. Medizinball für ganz viel Rumpftraining, natürlich. Das macht Laune und das macht mich auch besser. Ich bin halt Ballsportler irgendwo. Da bin ich motiviert. Und wofür ich es auch nehme, sind alle dynamischen Bewegungen, wo wir dann den Ball über den Körper in eine Bewegung bringen, sei es Rotationsgeschichten, seien es diese Medizinballrakete, die du vielleicht aus dem Video kennst, all solchen Sachen mit dem Medizinball. Deswegen gehört der auch ins Bag. Was dann nicht ganz ins Bag vielleicht reinpasst, ist das Ding hier. Das ist keine Wirbelschlange, das ist so ein wildes Seil. Mit dem wilden Seil kannst du ein tolles Ausdauertraining machen. Auch dazu wird es ein Video geben, vielleicht ist es auch schon online. Ausdauertraining für Golfspieler, wo wir mit dem wilden Seil und einer anderen Übung in sehr kurzer Zeit ein sehr intensives Ausdauertraining machen. Und ja, funktioniert darüber, dass das Seil eben gewisses Eigengewicht mitbringt. Wenn ich das in Bewegung halte, wird es anstrengend. Ich muss wieder vom Kreislauf her gut arbeiten und ich muss natürlich wieder mit dem ganzen Körper, mit der Kraft arbeiten. Das dazu. Ansonsten, was ich gerne mache, sind alle Übungen, die eine hohe Intensität auf meinen Körper bringen. Da viele freie Basisübungen, das heißt Kniebeugen mit Gewicht, also Kurzhantel, Langhantel, Klimmzüge mit Zusatzgewicht oder frei. All solche Sachen. Letztendlich ist es so, wenn wir eine Anpassung haben wollen, eine strukturelle Anpassung im Körper, Muskulatur, Sehnen, die ganzen Geschichten, dann brauchen wir eine intensive Last. Da reicht mir das Theraband nicht oder irgendwelche koordinativ orientierten Übungen, sondern müssen wir richtig Last auf den Körper geben. Dafür ist der Trainingsumfang wieder nicht ganz so hoch. Dann passiert eine Anpassung im Körper. Insofern versuche ich immer, solche Geschichten auch mit ins Training einzubauen. Das ist in meiner Fitnesstasche drin. Und ja, ich hoffe, das gibt dir ein bisschen eine Idee davon, wie mein Training aussieht, was man sinnvollerweise verwenden kann. Wenn du was anderes hast, eine tolle Empfehlung an mich, dann poste das bitte unter dem Video als Kommentar. Wenn dir das Video gefällt, schenk mir einen Daumen nach oben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und wünsche dir bis dahin viel Spaß beim Training. Ich wünsche dir schönes Spiel und sag bis dahin. Ciao.